Grüß Gott, liebe Tennisfreunde. Willkommen zum Halbfinaltag bei den European Open in Genf. Die beiden Begegnungen werden in folgender Reihenfolge gespielt werden. Zuerst Tommy Whitlinger, Lucky Loser in diesem Turnier, verlor in der Qualifikation. In der zweiten Runde kam dann aber als Lucky Loser doch noch ins Haupttableau herein. Ihre Gegnerin Manuela Malajewa-Franier. Die Schweizerin sahen Sie ganz kurz oben im hellgrünen Rock. Tammy Whitlinger in Rot. Eine sehr kämpferische Amerikanerin, 22 Jahre alt, da haben Sie sie mit dem Rücken zur Kamera. Im Viertelfinale gegen die Japanerin Kido Waki, da zeigte sie, was sie konnte, lag einmal 2-5 zurück und drehte diesen Satz dann noch um. Ich sage Ihnen das deshalb, um doch aufzuzeigen, dass das kein Spaziergang für Manuela Malajewa-Franier werden wird. Ein kurzer Blick nach rechts, ein ebensolcher nach links, zeigt Ihnen, dass das Problem, das dieses Turnier während der ganzen Woche hatte, auch heute seine Fortsetzung findet, nämlich praktisch keine Zuschauer. Man rätselt, an was das liegen kann. Man hat dieses Turnier ganz bewusst etwas von seinem zu noblen Standard heruntergeholt und mehr für die Allgemeinheit angelegt. Aber dies wurde bis jetzt auf jeden Fall von den Zuschauern nicht gutiert. Ob das allerdings der einzige Grund ist, das weiß man nicht so genau. Hier Tammy Whitlinger, 23 Jahre alt, 1,68 groß, 53 Kilogramm schwer. Die WTA Nummer 90 ist da noch angegeben. Inzwischen ist sie die Nummer 87 geworden. Und was Sie da unten sehen, Piccolini, Kidovaki, das waren ihre beiden Siege im Haupttableau. Keine großen Erfolge bis jetzt für die Amerikanerin, spielte mehrheitlich Turniere in den Vereinigten Staaten, aber meistens war in der zweiten Runde Endstation. Unten mit dem Rücken zur Kamera jetzt die Neuschweizerin, die geborene Bulgarin Manuela Malajewa. Heute Morgen eingespielt auf diesem Center Court von ihrem Mann François Franier. Da ein paar Daten zu Malajewa, ein Jahr älter, auch etwas größer, etwas schwerer. Im WTA-Klassement die Nummer 10, damit ist sie hier als Nummer 2 gesetzt. Hapsudova, die Tschechoslowakin, war ihre erste Gegnerin, die Amerikanerin Stafford, dann die zweite. Die Amerikanerin relativ klar geschlagen bei der Tschechoslowakin. Da hatte sie vor allem im zweiten Satz gewaltige Probleme. Dieser ganz kurze Blick eben in die Baumwipfeln gab Ihnen einen Eindruck des vorherrschenden Windes. Eine leichte Bise ist das heute noch, die bläst, aber wirklich eine ganz leichte. Gestern waren da Böen festzustellen, welche die Spielerinnen vor große Probleme stellten. Der Wind blies auf der einen Seite genau in den Rücken der Spielerinnen und jeweils dann das Spiel wieder umzustellen mit extremem Gegen- oder Rückenwind. Das war gar nicht so einfach. Das verflixte Knie bei Malajewa, das nach wie vor nicht so tut, wie es tun sollte. Man macht in ihrem Lager deshalb auch gewisse Abstriche mit Blick auf das French Open, Roland Garros, das ja am nächsten
Montag beginnt. An und für sich ist es das große Ziel von Malajewa. Nebst ihren vielen Erfolgen jetzt einmal ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Vor allem ihr Mann sagt, sie hat jetzt auch das physische Rüstzeug dazu, ist stärker geworden. Die Aggressivität ist noch nicht alles, da kann man zweifelsohne noch dran arbeiten. Aber sie ist doch schon ein ganzes Stück stärker und kann heute sicher jede Gegnerin schlagen. Zwei Rechtshänderinnen spielen da gegeneinander, das heißt auf der Seite, auf der im Augenblick die Schweizerin steht, das ist die Seite, auf der man genau in die Sonne schaut beim Aufschlag. Encore une minute, one more minute. Noch eine Minute und diese Minute wird benötigt werden. Zu den letzten Aufschlägen und jetzt die Vorstellung von Schiedsrichter Georges Delatte und den Spielerinnen. À Madame Jamie Whitlinger war das. Manuela Maleva Franière, Suisse. Und da die Schweizerin Malajewa. Mademoiselle Whitlinger a gagné le tirage au sort. Um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wenn wir Manuela Malajewa als Schweizerin bezeichnen. Sie sieht sich selbst durchaus jetzt in diesem Land zu Hause und fühlt sich nach ihrer Heirat auch als Schweizerin. Tammy Whitlinger wird beginnen. Time to start to play. Sie sind also gut beraten, wenn Sie Ihren Blick auf Ihrem Bildschirm mehrheitlich in die Mitte richten, dort wo gespielt wird und nicht nach links und rechts, denn das sieht wirklich ein bisschen trostlos aus. Man macht so oft den Scherz, man kann die Zuschauer zählen. Jetzt um 10 Minuten nach 11 kann man das wirklich. Première manche, au service, Mademoiselle Whitlinger. Ready, play. Der Match beginnt. Oh, was für ein Ballwechsel. Der erste gleich. Da war alles drin. Stoppbälle, gut platzierte Bälle. Ein erster Doppelfehler der Amerikanerin. Gut platzierte Bälle zweimal von Manuela Malajewa. Und drei Breakchancen für die Schweizerin. Ja, der war so kurz, nichts zu machen für Whitlinger. Gleich im ersten Game ein Break.
und Manuela Malieva führt mit 1-0. Auch die Amerikanerin mit einer ganz, ganz leichten Oberschenkelzerrung seit Beginn des Turniers. Vor allem im Viertelfinale sah man allerdings, dass diese leichte Verletzung Whittlinger überhaupt nicht behinderte. Ein durchaus erfreulicher Anblick, die junge Amerikanerin, die nicht nur gut aussieht, sondern auch kämpfen kann. Das traute man ihr gar nicht zu. Sie lag klar zurück gegen die Japanerin Kidowaki. Und plötzlich fand sie so etwas wie ein zweites Feuer und gewann Spiel um Spiel. Hoffentlich geht es bei ihrem Aufschlagspiel besser. Oh, bis jetzt nicht. Beginnen gleich mit einem Doppelfehler. Gut gespielt, der Linie entlang zum 15:15 Ausgleich. Da erwartete Whittlinger den Ball an einer anderen Stelle, dann der Slice von Malieva. Und das 2:0 für Malieva. Zweites Aufschlagspiel von Whittlinger. Große Probleme beim ersten und jetzt zusätzlich Schwierigkeiten, weil die Sonne genau von vorne kommt. Viel fehlte da nicht. Der Ball war vielleicht 10 cm zu lang, aber gut gesehen, dass das die Ecke gewesen wäre.
stimmte gar nichts bei der Distanz bei Malejewa. Entschloss sich erst sehr spät, diesen Ball Volley zu nehmen und schon war er im Netz. So, und damit hat Tammy Whittlinger angedeutet, dass sie auch Tennis spielen kann, gewinnt dieses Game zu 0 und verkürzt auf 1-2. Die Amerikanerin hier im Bild ist erstmals an den European Open in der Schweiz dabei. Hier eine Laufstudie von ihr. Manuela Malejewa ist bereits zum 6. Mal in diesem Turnier engagiert. 2-mal im Finale, 86 und 87, verloren gegen Reggie und Chris Evert. 89 dann Sieg über Conchita Martinez. Das ist also die Siegerin von 1989. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Schöner Ballwechsel. Malejewa die Bälle besser platzierend, entsprechend die Laufarbeit von Whittlinger. Yeah.
heißt es 3:1 für Manuela Malieva. Nicht gerade heiß umkämpft, diese Spiele bis jetzt. Entweder zu 0 oder zu 15. Alle 4 gewonnen. Nicht sehr konsequent eben dieser abschließende Ball von Malieva. Sie haben gesehen, fast wäre Wittlinger die Antwort nicht schuldig geblieben. Der zweite. Drei Breakchancen für Malieva. Drei Breakbälle noch. Malieva nicht sehr entschlossen wirkend, jetzt doch etwas leichtfertig diese Breakchance. Vertan, eine ist noch da. Er war ganz knapp im Aus, dieser Ball von Wittlinger. Der zweite Service-Durchbruch von Malieva. Und es heißt schon 4:1. Die beiden in Bezug auf den Stil sehr ähnlich. Beide die Rückhand, da eben eine bei Malieva doppelhändig schlagend, und das war der letzte Ball, der wirklich sehr knapp im Out war. Und bei der Vorhand, da wird dann der Ball einhändig geschlagen. Da gut zu sehen, im letzten Moment lässt sie das Racket los. Vorhand mit einer Hand, Rückhand beidhändig. Sie führt komfortabel mit 4:1, ohne groß zu beeindrucken bis jetzt. Ihren Bällen fehlt die Länge. Einige doch in den Halfcourt gespielt, erlaubten der Amerikanerin immer wieder anzugreifen. Aber die Fehler der Amerikanerin verunmöglichten bis jetzt ein ausgeglicheneres Spiel. Malieva wird recht sein. Es dauert noch ein bisschen, zwei Zuschauer wandern da ganz gemächlich hinein, lassen sich
Zeit, obwohl sie vom Schiedsrichter aufgefordert werden. Man hat schließlich Sponsorenkarten gekauft und dann lässt man sich nicht einfach so hetzen. Ja, der Linienrichter wird aufgefordert, den Ball noch einmal zu zeigen, aber der war wirklich out. Jawohl, er bleibt bei seiner Entscheidung. Die Entscheidung ist richtig. Ja, ja, das zeichnete sich ab. Die Bälle von Malejewa konstant zu kurz gespielt. Hier wieder in den Halfcourt. Und schon ist Wittlinger am Netz und punktet 2 Breakchancen für die Amerikanerin. Das war das erste Ass. Und damit sind die Breakmöglichkeiten für Wittlinger vorerst einmal weg. Ein Stand. Avantage, Madame Maleva Franière. Und mit dem zweiten Ass gewinnt sie dieses Spiel doch noch. Manuela Malejewa Franière führt mit 5:1 mit diesem Ass hier, das man uns noch einmal zeigt.
Doppelfehler. Ball mit dem Rahmen getroffen. Schiedsrichter in Gefahr. Und Whittlinger in Gefahr, den ersten Satz in Kürze verloren zu haben. Da ging Malieva Franja auf ganz sicher, der Ball wäre weit ins Out gegangen. Sie schlug ihn doch noch. Drei Satzbälle, drei Breakbälle für Malieva Franja. Und zu Null, das dritte Break in diesem ersten Satz, der damit mit 6:1 von Manuela Malieva Franier gewonnen wurde. Nicht einmal 30 Minuten hat er gedauert, die Gegenwehr von Whittlinger nicht allzu groß. Und hier dieser Überkopfball bei Malieva, diese Bälle schlug sie nicht mit letzter Konsequenz. Da zögert sie irgendwie und Whittlinger brachte dann auch den Ball 2-3 Mal zurück. Nicht groß gefordert in diesem ersten Satz bis jetzt die Schweizerin. Whittlinger deutlich schwächer als im Viertelfinal. Dazu trägt natürlich Malieva auch ein Stück bei, weil sie die Amerikanerin nicht ins Spiel kommen lässt, aber ein bisschen mehr hatte man von Tammy Whittlinger sicher erwartet. Der Abschluss am Netz gut, der Smash vorher wieder schwach. Dieser hier. In die Mitte geschlagen, genau dorthin, wo Whittlinger stand.
10 gegen die Laufrichtung gespielt. Ja, der Ball passte. Da zögerte Wittlinger einen Moment. Soll ich den Ball nehmen oder nicht? Nicht, sagte sie. Diesen hier, sehen Sie, da zieht sie das Racket zurück im letzten Moment und der Ball passt in die Ecke. 1:0 geht Manuela Malieva-Franier im zweiten Satz in Führung. Nicht, weil sie besonders brilliert. Nach wie vor ihre Bälle viel zu kurz. Viele Bälle im Bereich der Servicelinie und gegen eine aggressivere Spielerin, als es Wittlinger ist, wäre die Schweizerin mit Sicherheit in Schwierigkeiten und unter Druck. Aber mit diesen vielen Fehlern der Amerikanerin bringt Malieva ihre Spiele meistens doch durch. Das heißt, ihre Aufschlagspiele hat sie ja alle problemlos durchgebracht. Dann. Und jetzt müsste es beim Servicespiel von Wittlinger besser zu und her gehen als im ersten Satz. Viermal schlug sie auf, dreimal gab sie den Aufschlag ab. So, jetzt einmal mit Power draufgehauen. Guter Return. Und schon wieder sind sie da, die Breakchancen, deren 2, 15:40 nach diesem Ball ganz aus dem Platz hinausgespielt. Schöner Ballwechsel.
Das war der Stoppball von Wittlinger. Blitzschnell ist Malajewa Franier da. Dafür war dann die ganze rechte Seite offen. Immer noch Breakchance für die Schweizerin. Da war Manuela Malajewa-Franier immer in Bedrängnis, wurde von einer Ecke in die andere gehetzt und macht den Punkt und den Servicedurchbruch doch noch. Führt mit 2:0. Und Wittlinger bringt einmal mehr ihren eigenen Aufschlag nicht durch. Das liegt sicher nicht nur daran, dass die Amerikanerin nicht sehr gut serviert. Das liegt wohl auch ein ganzes Stück daran, dass es Malajewa, wenn sie retournieren kann, mindestens so wohl ist, wie wenn sie selbst aufschlägt. Aufschlag von Malajewa mit 9 Bällen. Auf der besseren Seite. Wenn es hart auf hart geht, macht Wittlinger die Fehler. Für einmal ein erster Aufschlag im Feld drin, der bringt doch gleich den Punkt. Es geht praktisch im gleichen Stil weiter wie im ersten Satz. Auch im zweiten kommt Wittlinger nie richtig an Malajewa Franier heran. 3:0 führt die Schweizerin, die den ersten Satz schon mit 6:1 gewonnen hatte. Ob sie vielleicht irgendwo im Hinterkopf mit dem Erreichen dieses Halbfinals schon zufrieden war, Wittlinger, das ist ja denkbar. Noch nie war sie in einem größeren Turnier so weit vorne wie hier in Genf. Und das ist der etwas triste Blick auf die nach wie vor
halb leeren, würde ein Pessimist sagen, oder halb vollen, ein Optimist. Reihen hier in Genf, aber es ist leider nicht einmal die Hälfte, die gefüllt ist. Es ist vielleicht ein Sechstel, und dann habe ich noch sehr wohlwollend das Ganze angeschaut. Man bringt die Leute einfach nicht an dieses Turnier. Sind die Namen zu wenig attraktiv, die hier sind? Zwei aus den ersten zehn sind dabei. Das ist die Nummer 10. Malieva Franier. Conchita Martinez, die Nummer 8. Die andere Top-10-Spielerin. Glück für Wittlinger. Sie kann es brauchen. Diesen Punkt hat sich Wittlinger erkämpft. Malieva hatte die Chance, zweimal mit einem Smash abzuschließen. Sie haben selbst gesehen. Unverständlich zaghaft, wie die Schweizerin da an diese Bälle herangeht. Ein Spiel zu Null gewonnen von Tammy Wittlinger. Drei zu eins, ja. Schnell ist sie. Manuela Malieva, Franier. Schön diese Studie. Aber irgendetwas lässt sie zögern, richtig kraftvoll an die Überkopfbälle heranzugehen. Vielleicht bezeichnend auch, dass nach wie vor die Bälle nicht die richtige Länge haben. Auch da wieder zu zaghaft. Solche Bälle muss man zum Punkt abschließen. Balleindruck wird kontrolliert. Bleibt sie dabei, dass der Ball im Out war? Sie zögert, sie zögert, sie zögert.
einem Stühlchen und sagt klar und deutlich, der Ball war out. 15:30. Jetzt wieder über Kopf.40:30. Und das Spiel geht doch noch an Manuela Malieva Franier. Sie führt damit 4:1. Aufschlagstudie, schauen Sie ins Gesicht, genau gegen die Sonne. Das Ganze aus anderer Perspektive. Eventuell vorentscheidend dieses letzte Game, das gar nicht gut begann für Malieva. Und wenn solche Spiele dann doch noch kippen, dann ist das meistens schon die halbe Miete. 6:1, 4:1, keine wirklichen Probleme bis jetzt für Manuela Malieva Franier. Dein. Schöner Stoppball, gut gemacht. Vorher dieser Ball hinten an die Grundlinie und dann kann man Stoppbälle spielen.
Fanta Trevio. Gutes Auge von Malejewa. Da ahnte sie, dass der Ball dahin kommen würde, und dann ist Wittlinger ausgespielt. Nicht einfach dieser Ball eben ganz tief in den Füßen. Da noch einmal. Tschüss. Da macht es Malejewa, der Amerikanerin, leicht. Alle Bälle viel zu kurz, alles Einladungen. Und lang, lang ist her. Tammy Wittlinger gewinnt auch wieder einmal ein Spiel, verkürzt auf 2:4. Ja, lang ist her ist auch etwas übertrieben, denn das vorletzte gewann sie ja. Aber bis jetzt in diesem gesamten Match erst 3 Spiele gewonnen. Das ist doch ein bisschen wenig. Das 5:2. Da war jetzt doch etwas mehr Dampf drin und entsprechend größere Probleme hatte diese junge Dame hier, Tammy Wittlinger. 6:5.
6:1 der erste Satz für Manuela Malieva Franier. 5:2 führt sie im zweiten. Nicht echt gefordert von der 22-jährigen Amerikanerin, die wir hier im Bild haben. Deshalb lässt sich ihre Leistung nur bedingt beurteilen. Sie führt ja überlegen, gewann die wichtigen Spiele. Aber ihre Spielanlage, vor allem die Länge und auch das Überkopfspiel, das ließ doch zu wünschen übrig. Aber eben zu einem Sieg in diesem Halbfinal wird es wohl reichen. Und morgen wird man wieder sehen, wie das Ganze dann aussieht. Im Finale entweder gegen Helen Kelleher, die Kanadierin, oder gegen Conchita Martinez, die Spanierin. Gegen beiden wird sie sich im Vergleich zu heute zweifelsohne steigern müssen. Whittinger verkürzt auf 3:5. Sie scheint mir verunsichert. Traut ihrem eigenen Spiel irgendwie nicht. Und das macht sich bei den Schlägen bemerkbar. Schlägt auf, ist es zum Gewinn dieses Halbfinals. Deutlich neben die Linie gesetzt hat Malieva da den Ball. 0:30, das wird doch nicht noch spannend werden.
Der Ruf kam spät, aber er kam. Zwei, drei Bälle auf die Linie gesetzt, auf beiden Seiten. Manuela Malieva Franier jetzt noch in Bedrängnis. 15:30. Der erste Aufschlag, der will nicht mehr. Ja, 14:30, damit erster Matchball nach einer guten Stunde für die Schweizerin, die wir hier im Bild haben. Beste erste Halbfinale gewonnen von Manuela Malieva Franier. 6:1 gewinnt sie den ersten Satz, 6:3 den zweiten gegen Tammy Whitlinger aus den Vereinigten Staaten. Das Resultat 6:1, 6:3 ist überzeugend. Das Spiel war es doch um einiges weniger. Jetzt eine Pause von ca. 15 Minuten, dann geht es weiter hier mit einem Halbfinale, wenn nicht alles täuscht, ein härter umkämpfter Halbfinal, gespielt von Conchita Martinez, der Nummer 1 des Turniers, und Helen Kelesi. Bis dann dürfen wir eine kurze Pause einlegen, sobald die Spielerinnen bereit sind, sind es auch wir wieder. Rappelons aux spectateurs du Geneva European Open qu'ils peuvent s'associer aux organisateurs du Swiss Open de tennis en fauteuil roulant en venant assister dimanche 26 avant la finale du simple dames à l'exhibition de tennis en fauteuil qu'ils ont organisée et en parrainant à leur stand les athlètes qui participeront au mois d'août à Genève au 4e Swiss Open de tennis en fauteuil.